ich. Ja, hallo, herzlich willkommen zurück. Die neue Folge After Dark Resident Evil 3. Wir haben einen neuen Abschnitt erreicht letztes Mal mit, ich wollte schon Leon sagen, Carlos natürlich. Wir gucken mal, was uns hier erwartet. Ich sehe auf der Karte schon ein großer Hospitalabschnitt und ein sehr großer Parkabschnitt stehen jetzt an. Wir gehen direkt zurück ins Spiel, sind wir sowieso schon. Ja. Das heißt, ich gehe mal weiter. Wie viel Munition habe ich denn schon verballert von der 88. guten Waffe letztes Mal? 83. Okay, wir gucken mal. Da sind auch noch welche. Schon langsam. Die halten aber schon ein bisschen was aus davon. Ja, die Munition ist auch nicht wirklich super durchschnittlich. Vielleicht lebt der sogar noch. Nee. Ah, shit. Muss die alle... Ich glaube, wenn man richtig gut ist, dann kann man hier natürlich das Messer mitnehmen und hätte die alle hier mit dem Messer erledigen können. Es muss ja auch gedacht sein, dass du deine Waffe hier erstmal verbrätst. Soll ich mal probieren, auszuweichen? Willst du das? Ich probiere es mal aus. Das wäre lame, wenn du jetzt auch noch erwischt wirst. Na, egal. Also zum Park kannst du noch nicht. Oh Mann, ey. Okay, was alles ist abgeschlossen hier? Ist hier. Also hier ist alles zu. Das Hospital ist noch offen. Raccoon Park. It's locked, okay. Ich dachte, da kriegt man vielleicht eine Info, was man braucht. Mhm. Und da komme ich auch nicht mehr rein. Ach so, da hätten wir den Lockpick nutzen können, aber den kannst du hier jetzt nicht haben. Es kann gut sein, dass man mit Jill später auch noch mal hier rum kann. Ja, das kann sein. Okay. Ironie. Oh. Ich will die Leiche untersuchen, nicht den Shutter. Oh. Oh. Da ist er. Alter, da habe ich mich jetzt gar nicht mehr dran erinnert. Der Super Hunter. Ey, wie unfair ist das denn? Gut, nicht ausgewichen. Ja, weil er mich sofort getroffen hätte. Okay, gib gleich mal zwei hier. Du schießt ein bisschen in die falsche Richtung. Ja, ich... Oh, ich glaube, okay. Ich sterbe jetzt einfach gleich mal. Gut. Ah, sehr gut. So, okay, du bist in einem Krankenhaus. Hier wirst du, denke ich, schon irgendwas finden. Wehe, es gibt hier keine grünen Kräuter, ey. Ich werde alles sehr gründlich absuchen jetzt. Okay, da ist eine Tür, wo ich reingehen könnte. Ja, das muss man hier in die Ecke bestimmt irgendwas. Oh, fick dich doch. Geil, Leute, mega. Jetzt mal im Ernst, die können einem doch nicht irgendwie 20 rote Kräuter... Wir haben einen Bug getriggert, weil wir haben seit 100 Stunden kein rotes, grünes Kraut mehr. Immer die dummen roten. Ich verstehe es nicht. Das kann doch nicht so gedacht sein. Toll. Ach, ich komme sofort. Ich komme sofort wieder. Na gut, soll ich schon mal in den nächsten Raum gehen? Mach das. Da zuckt er noch. Der Zombor. Oh, schön. Shaveron Owens, Ribbons. Oh, ein Heilspray. Ja. Guck mal, der hat Slots, weniger Slots, ne? Da waren Ribbons vorne. Ja. Ich guck gerade, was hier noch so gibt. Da. Also nur ein Heilspray und die Kiste. Okay, wir haben einen Speicherraum erreicht. Weil wir haben noch. Also, guck mal, hier ist überall Medizin und es gibt nichts. Nichts, wo du dir über sagen kannst, hier wieder vollständig heilen, bitte. Okay, da geht's dann weiter. Aber die zerriebenen Pflanzen, ne? Die sich dann irgendwie. Das ist ja ein Quatsch. Speichere ich trotzdem einmal ab jetzt. Kannst du nicht entscheiden. Also wir haben nicht so viel. Nicht mega gemacht, viel aber. Gemacht, aber schon so, dass man sich, glaube ich, ein bisschen ärgern würde. Ja, ach, du ja schaffst das. Ja, komm, wir haben 5 Speicherbänder. Ich speichere mal ab. Im Schnitt, warum haben wir alles weggespeichert? Jetzt haben wir ja nur 3. Ne, 4, oder? Ja. Haben wir nicht eben in der Kapelle schon einen benutzt? Wir haben gerade noch einen gefunden. Ah, und einen Heilspray habe ich auch gefunden. Oder einen Zweier, glaube ich. Zweier noch dazu. Ja, dann auf jeden Fall weg damit. So, einen Heilspray haben wir auch noch gefunden. Die roten kannst du eigentlich auch mal, oder? Ja, ich weiß du, nicht. Du hast, dass du jetzt noch ein grünes findest, ne? Ja, würde ich sagen, ich nehme eins mit. Okay.
Laus. Und Laus. Spingy. Ach, lass es doch da. Hast recht. Das nehmen wir echt nur mit, wenn wir es brauchen. Okay, ein kleiner Raum. Da oben ist die nächste Tür. Die ist zu. Das heißt, ich muss hier irgendwas machen und löse wahrscheinlich gleich irgendwas aus. Der Aufzug ist es, ne? Das bringt, glaube ich, nichts. So. Ja. Irgendwas ist bestimmt so ein Tonbandgerät oder so. Da liegt das wie so. Das Tonbandgerät, was da liegt. Ist das eine Karte hier oder sowas? Ja. Hospital Map. Die war noch super wichtig, dass wir die noch finden. Ja. Weil sie zeigt uns genau das, was wir vorher eh schon wussten. Ach nee. No, ja, du hast schon ja Stockwerke. Ja, es gibt einen Untergrund. Ja, es gibt ein viertes Stockwerk und einen Keller. Kannst du den locker da aufmachen? Ich guck mal. Und da liegt Muni. Ja, wo? Da oben. Oh ja. Und das Grüne ist voll, ne? Ja. Und beim Doktor da vorne müsste vielleicht noch was liegen. Tagebuch. Da, ja. Ja. Immer ein Tagebuch. Und seine Taschentücher. Doktors Diary. Oh nein, gleich kommt der 11. September. Hell, ihr Musical. Das ist ganz was Neues, die Krankheit. Nee, übersprungen. I refuse to let these people, patients, become zombies. No. Tja, meine Entscheidung war dumm. Und er hat sich auch am Ende verwandelt. So, die Frage ist, ist da schon eine Stimme drauf auf dem Stuhl? Ah, nee, das ist die Pflanze, die ich schon gesehen habe. Ich gerade erschrocken. Kannst du am Computer irgendwas machen? Ich glaube, wahrscheinlich funktioniert das hier irgendwie jetzt. Push the microphone. Und jetzt das. Okay, jetzt benutze es. There also appears to be a slight fracture in his right arm just below the elbow. However. Okay, das ist der Aufzug. Die Musik hier ist sehr angenehm. Erst in den Keller oder erst nach oben? Ich fühle den Keller. Ja. Keller ist immer unheimlicher. Oh. Es geht runter. Gott, ich lade die Karte, es dauert. Okay, ich könnte nach. Alter. Da rechts ist scheinbar einfach eine Wand. Das heißt, ich muss sowieso da nach unten gehen. Und die sind bestimmt Spinnen oder sowas auf dem Gang. Oder Hunter. Sieht ein bisschen aus wie Metal Gear, so von den Farben her. Hunter sind auch eine gute Idee. Ja, das ist ein enger Gang. Da dürfte natürlich irgendwas sein, was du um dich drüber hinwegspringen kannst. Ich werde dem einfach ausweichen, egal was jetzt kommt. Gar nichts. Shaft Type M. Das hört sich nicht gut an. Okay. Yes. Wer steht da in der Ecke? Ich sehe schon, du gehst dahinter und dann läufst du wieder zurück automatisch, weil da irgendwas Großes meinst du? Hinterher kommt. Okay, ah, hier musst du Sachen zusammenmischen. Geh ein mal Gegenmittel hinter. Vielleicht. Ich glaube, du musst dann Sachen aus dem vierten Stockwerk haben, die dich hier zusammenmischt. Oh! No idea. Another guinea pig was still alive. What are you doing? Have you lost your mind? Sometimes it's easy to forget one's loyalties. Just like that traitor. You mean the guy who shot you? Ja, ich sehe es auch. You know. Das ist er jetzt wahrscheinlich. Ja. Okay. Warum hat er überhaupt den Safe aufgemacht? Ja, verstehe es nicht. Was wollte er? Oh. Eben war es eins, oder? Wunderschön. Ja, wir haben nur eins von der Perspektive aus her gesehen. Der Typ ist mir egal. Grüne Kräuter. Oh, ist das toll.
Ich nehme das gleich mal, ja? Nein. Na, guck mal, wir sind schon angeschlagen. Wenn ich mal einen harten Handelschlag abkriege, dann nehme ich es halt nicht. Nimm es gleich, wenn du das zweite gemischt hast. Wie, das mische ich nicht dazu? Das ist schon maximale Heilung. Nee, ich meine, wenn du, machst du ja gleich an der Kiste. Ach so. Dann will ich wenigstens zwei im Menü sehen. Na gut. Nebeneinander. Gehen wir hier erst noch rein? Ja. Oh. Shit. Also die haben direkt unten im Krankenhaus hatten die noch so ein kleines Biolabor. Mhm. Okay. Aber die hatten doch eh schon ein Biolabor unter dem Herrenhaus. Vielleicht sind die verknüpft miteinander, wie so U-Bahn-Stationen. Haben. Ja, haben die so ein Platzproblem, dass die noch einen Raum im Krankenhaus, ja, was wirklich sehr offensichtlich ist. Haben gesagt, oh, jetzt können wir das Grundbuchamt, ja, das wird uns richtig, richtig... Okay, wir müssen erst irgendwie Energie wiederherstellen und dann dieses Ding reinstellen, das ich eben gerade gefunden habe. Was kann man sonst hier mitnehmen? Vielleicht kann ich das Vieh noch mitnehmen. Ich schätze mal, wenn du die wiederhergestellt hast, springt es raus und dann... Ach, das sind diese Froschdinger, oder? Sind die Frosch- das ist nicht die Hunter, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich switch das mal, ja? Machst du das? Sein. Klar, wir brauchen den Strom, ja. Ja, aber dann lauf schnell raus. Mach ich auch. Aber so, die werden jetzt eh... Ja, ja. Aber ich befürchte mal, wir müssen hier noch irgendwas machen. Oder glaubt ihr, das war es jetzt in dem Raum? Nö, warum? Nö. Hast du beides? Da war noch eben zwei Anforderungen. Also hast du beides gemacht? Das zweite Base. War, dass ich diese Base da reinsetzen soll. Ah. Okay. Okay. Ja, mach ich jetzt. Und? Ja. Okay, was müssen wir tun? Ich weiß einfach nicht, müssen wir das nochmal lesen. Ne? Probier einfach ein bisschen rumdrücken. Okay, wir müssen, glaube ich, verhindern, dass die rot werden, die beiden. Genau. Jetzt einfach Dampf ablassen im richtigen Moment. Sehr schön. Du kannst auch die Logik für A und B, oder? Ich glaube, die Zusammenhänge kannst irgendwie unten aber nicht. Auch noch. Ja. Wir auch nicht. Anstatt dass die fünf Punkte nebeneinander machen. Nicht. Ihr müsst beide bei dem, also beim gelben Licht landen, ne? Wir müssen da irgendwie die Zusammenhänge raffen, sonst klingt das irgendwie nichts, glaube ich. Ja, aber wenn wir jetzt noch ein bisschen... Ja, gut. Jetzt gehe ich wieder nach oben, drücke die 3. Was ist denn das Ziel überhaupt, dass beide auf dem Pfeil landen? Beide gelb wahrscheinlich, ja. Hey, ich blick's nicht. Na, jeder von denen macht... tauscht jeweils eine bestimmte Zahl von Punkten, oder? Wenn das eine runter geht, geht das andere doch hoch. Ja, aber wenn ich die nacheinander drücke, verhalten sie sich dann auch wieder anders. Weißt du, was ich meine? Ja. Wenn ich jetzt zwei drücke, passiert ja nicht das gleiche nochmal. Ja, fast. Nervig. Jetzt gehe ich nochmal runter. B. Whatever. Okay, jetzt nehme ich das und dann haue ich sofort ab, weil dann brechen die nämlich jetzt da raus und wir müssen hier aber bestimmt nicht nochmal rein. Mhm. Nee, glaube ich auch nicht. So, jetzt kommt ist die Zwischensequenz. Cool, du hast das Vaccine. Jetzt kommt die Zwischensequenz mit den Viechern. Die ist Tür da vorne noch was am... Bevor du hingehst, ist da vorne noch was zu blinken? Hier da? Nee, das ist nicht der Monitor. Also hinter mir. Ja, ich wollte nur sicher gehen. Und dann nach links. Alles klar. Und tschüss. Oh, der andere stand auch schon da. Und die sind auch extra böse. Ich glaube auch, die haben so ein breites Maul. Mhm. So. Die kommen nicht durch die Tür, ja? Ich denke nicht. Können wir den nicht vor die Tür legen nochmal? Als Frühstück? Hast du geguckt, ob der noch was dabei hat? Einstecken oder so? Waffe, Muni oder so? Nee. Okay, schade. Nix? Und im Safe hier war ja auch nix. Ja. Ja, das ist ziemlich blöd, was er gemacht hat. Okay, können wir jetzt wieder dann hochfahren? Ich würde erstmal saven jetzt, ne? Nachdem du so viel gemacht hast. Oder willst du nochmal ganz nachfahren? Nee, du hast recht, glaube ich. Also okay, ich muss sowieso erstmal zurück in den Fahrstuhl. Ja, ich hoffe, die stehen jetzt nicht im Gang hier. Das kann schon sein, aber... Gleich nach oben. Ja, gut. Ach so,
Ja, jetzt musst du wohl, ne? Ich weiß nicht. Jetzt ich kann doch jetzt. Wohl. Oh, schieß! Schieß, was da ich wollte den Fahrstuhl wieder zumachen! Okay, dann nimm das. Okay, wir hätten es so oder so machen müssen, früher oder später. Ja. Deswegen war die Munition jetzt nicht verschwendet. Guck, jetzt kannst du sie nehmen und keiner meckert. Nimm doch die Handgun-Bullets lieber erstmal, ne? Der lebt noch. Und da unten bleiben. Oh, ey. Ich hasse euch alle. Okay. Also, ein Raum ist da hinten. Mhm. Ach, da wäre wieder so ein explodierendes Ding gewesen. Dieser Raum. Data Room. Da Munition. Ja, hier ist was, ne? Hier ist irgendwas. Ja, das ist ein Hunter. Dann. Bis er bei dir ist. Hält aber nicht viel aus. Die Hunter sind erstaunlich schwach in dem Spiel. Ja, aber wenn die hauen. Ja, aber spar dir wirklich die Munition dann für die auf, weil damit. Oh, Mann, ey. Foto D. The zombies are walking. You could say the walking dead. Da ist noch ein. Wo? War da nicht nur eine Akte? Achso, ich glaube, das sah nur so aus mit der Pizzaschachtel. Okay. Den Schlüssel wirst du wahrscheinlich gleich anwenden können, ne? Da war ja noch ein. Ja, da sind noch mehr Türen gewesen. Wie ist denn das? Findest du bestimmt auch irgendwas rechts noch in den. Dass da nicht an jeder Ecke ein Highspray steht. Ja, dann gehen wir wieder raus. Ja, ist eine von den Türen, die auf dem Gangnam sind. Gangnam-Style. Du wolltest trotzdem lachen, ne? Ein bisschen. Ja. Aus Mitleid. Nee, aus Humor. Und Lachhaftigkeit. So, jetzt gehen wir hier einmal rein. Also einer von den beiden weiß ich noch, war im Patientenraum. Irgendwie so viel. Oh, shit, was, ey. Alle widerliche Schlangenale. Sehr schön. Gut, alle weg. Gemacht. Wahrscheinlich gibt es hier jetzt einfach nichts. Das hat sich gut gehalten. Nee, irgendwas war hier noch. 3, 5, 2, 5. Das ist das, was ich gemeint habe. Ja, aber sonst gibt es hier tatsächlich, glaube ich, nichts. Aber something seems to have been placed here. Eigentlich wäre das so ein typisches Ding. Ja, genau. Das ist, weil das vorne kannst. Sieht so verschiebbar aus. Guck mal, das Ding, ja, genau. Das ist ein. Aber es ist, lässt sich nicht. Das gehört nicht zur Hintergrundoptik. Ich kann es nicht. Du bewegen. Kannst im Raum daneben mal gucken. Vielleicht kannst du dann auf die andere Seite jetzt. Der war ja verschlossen. Ah, mhm. Okay. Schade, hier gibt es echt nichts. Das war ja relativ dumm. Ja. Hat uns jetzt nur diese Nummer gebracht. Die Nummer brauchen wir jetzt bestimmt sofort. Okay, den Schlüssel. Okay. Okay. Ah, da. Ist da. Achso, ich könnte es auch da in die Ecke schieben. Du kannst es in alle Ecken, glaube ich, schieben, ne? Die Frage ist, wo gehört es hin? Ich glaube, am sinnvollsten ist es schon, es rüber zu schieben, sonst wäre es irgendwie ein bisschen zu einfach. Aber ich glaube, du musst es vielleicht sogar in alle packen, mal. Meinst du, aber in dem anderen Raum steht es auch vorne in der Ecke? Ja. Vier Ecken hast du. Ich krieg's doch gar nicht mehr aus der Ecke raus, wenn ich es jetzt da einmal hinschiebe. Kannst du es potenziell ziehen? Mhm. Du gehst einfach raus und wieder rein. Ja. Das war's nicht. Ey, wenn mir das Energie abzieht, muss draußen rein. Zieht ja auf jeden Fall Energie ab. Ah, Claymore. Oh.
die Ugly Mountains. Ja, aber... Ach, das halt heftig. Dann guck im anderen Raum, wo es steht. Das habe ich doch eben gesagt, dass es da auch vorne in der Ecke stand. Okay. Ist es die Ecke oder gegenüberliegend? Gespiegelt. Ja, dann schiebe ich es mal in die andere vordere Ecke jetzt. Sind wir uns einig, oder? Aber der Raum ist 402. Könnte 325 ein Raum gewesen sein, dass wir ein Stockwerk runterkommen. Es gab ja nur den Keller noch. Ja. Weiß nicht, ob es noch eine Treppe gibt, die hier aufgeht oder so. Dass er nicht einfach hochheben kann und rüberschleppt. Okay, jetzt tue ich es hier runter. Okay. Da ist jetzt die 325. Ah ja. Na, läuft doch. Oh nein, Giftgas! Ah, für das rote Ding jetzt? Ach, du machst die Vakzin für... Fertig. Für Jill. Ja, genau. Jetzt haben wir jetzt Heilmittel hergestellt. Jetzt haben wir hier auch auf dem Stockwerk alles erledigt. Das heißt, wir können... Kannst raus. Vorne um die... Jetzt sind bestimmt wieder Gegner hier. Jetzt können wir einfach vorne um die Ecke rum in den Fahrstuhl und wieder... So, jetzt aber hoffen. Okay, alles gut. Aber ich bin ein Zombie. Ich stehe hier drin schon. Fahren wir in den First Floor zurück. Ja. Okay. 4%. Okay, also das gleich mal hier wieder raus. Genau, jetzt können wir gleich speichern und dann haben wir einen super guten Abschnitt hinter uns gebracht. Ja. Ich nehme das Blaue gerade noch mit und packst in die Kiste. Ja. Es ist komisch, dass er eine separate blaue Kiste als Still hat. Das heißt, also die sind auch dimensionsunabhängig. Ne? Also wenn er Sachen in die Kiste legt, kann sie Jill nicht rausholen. Mhm, stimmt. Hier eins raus. Oh, alle Farben vereint. So, das nehmen wir alles mit. Achso, mehr habe ich ja gar nicht. Ja. Das war auch gut. War mega. Das ganze Hospital schon fertig gespielt. Mhm. Darf Simon weitermachen? Mhm. Nee, andere Tür. Das fängt schon gut an. Hast du geschlafen gerade? Ein bisschen. Es ist so ein, ich habe hier so, was ich habe hier das Kissen. Das ist so mummelmuschelig. Ihr redet, ist eben auch so ein bisschen speichelig aus dem Mund gelaufen. Und legt die Tintenbänder am besten noch zurück vorher. Toll wäre es aber doch, wenn man die Sachen später dann an Dings übergeben kann, die man jetzt aufhebt. Ja, das wäre cool. So, wo lang? Du meinst, da ist eine andere Tür noch. Da. Ah. Jetzt einfach wieder raus und dann zurück in die Kapelle, wo ja. Dings noch liegt. Und du hast kaum noch Munition jetzt in dem Ding. Oh. Time-based Bomb. Quick-Time-Entscheidung. 6 Sekunden, nee, raus! Du musst einfach rauslaufen jetzt. Immerhin. Aber nochmal können wir nicht rein, ja. Mm-mm. Alter.
So viel zum Krankenhaus. Mhm. Ich glaube, da ist schon die richtige Tür wieder, um zu Dings zurückzukommen. Gleich rein. So, und da waren noch Zombies gelebt, teilweise auf dem Weg jetzt. Ja, bei diesem Tisch waren wir lange Tisch. Oh. Shit. Oh, 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 oh. Ei, oh, hm. Ja, scheiß drauf. Sehr gut, oh. Alles Frauen, ne? Mhm. Die drei Göttinnen, die dann die Opale in der Hand hatten. Lustig, ja, stimmt. Jetzt sind Zombies geworden. Mhm. Spinny. Ja. Fuck you, Spinny. Alles sehr gut. Ist denn hier gleich noch ein Bosskampf oder sowas? Weiß es nicht. Oh shit. Schon wieder er jetzt? Yep. Ja, wir haben doch gar keine Munition. Boah, das hat eine Riesenkralle. Muss man jetzt echt mit ihm kämpfen? Lauf dran vorbei. Ah ne, oder läuft automatisch? Oh shit. Wurst. Ah, okay. Ich meine, wir haben halt einfach keine Muni mehr jetzt. Aber der kommt bestimmt. Ja, wir haben ja die Handcard-Muni, aber es ist wahrscheinlich eh gedacht, dass du wegläufst. Weil wir da hier leben noch welche theoretisch, ne? Achso, die sind weg jetzt. Aber er kommt. Wo ist denn die Tür? Nein! Der muss da noch vorbeilaufen an dem Tisch. Ja. Alter. So, hier sind wir aber safe. Hier ist die Kapelle. Ja, hoffentlich. Ja, dann aber ein guter Cliffhanger, ne? Weil wir sind am Ende angekommen. Jemand sieht es anders. Ja. Außerdem ist es nur Werbung jetzt. Ist es echt nur Werbung? Ich glaube, ja. Ja? Also nicht. Es wäre ein guter Cliffhanger. Also meines Wissens nach, wir hatten noch keine Werbung in der Folge, glaube ich. Saving lohnt sich jetzt gut, nicht, ne? Gut, wir machen jetzt einmal kurz Werbung, dann geht's gleich weiter und es ist mega spannend. Bis gleich. Da sind wir wieder, Folge 8 von After Dark Resident Evil 3. Simon ist dem Nemesis gerade entkommen, vermeintlich. Wir versuchen jetzt, ich will mal Jill sagen. Wie heißt sie nochmal? Jill. Jill. Ja. Zu retten mit dem Gegengift, was wir hergestellt haben. Es ist alles sehr spannend, sehr dramatisch. Falls wir jetzt nicht irgendwie so eine, die Base oder sonst was rausgenommen hätten, dann hätten wir auch nicht die Explosionskatzen gesehen, ne? Sonst würde man es ja nicht mehr schaffen können. So. Ich hab hier was für dich, meine Liebe. Ist jetzt schon der Part mit ihm wieder vorbei? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ja. Hey, are you okay? Yes, barely. What's going on? No way! That monster just doesn't give up. What? I thought we killed that thing. No, it's been waiting for you. Uh-oh. He's playing with us. Carlos, do you think that it's unstoppable? No, I don't think so. I'm sorry, Jill, but I've got to go take care of a few things. Oh, and bad news. Nikolai is still alive. Nikolai? Are you sure? Yes. I don't know how, but I do know that he is our enemy. Remember, don't trust him. Wo gehst du jetzt durch? Durch die Tür? Gut, Frage. Okay, jetzt kann man aber ihren ganzen Kram wieder mitnehmen wahrscheinlich, ne? Ja, ne? Sollte doch sein. Ich hoffe, dass ihre Energie wieder voll ist. Ja, es sah ja so aus zumindest. Okay, kann man den Mindthrow nicht... Hm? Ne, schon gut. Nee. Gespeichert haben wir ja gerade. Nö, ich brauche hier nichts von. Mm-mm. Ist eine Waffe ausrüsten gleich? Was ist die Strategie denn jetzt von dem von Carlos gewesen und so? Also ihn einfach. Er steht doch jetzt hier, oder? Wo gehen wir jetzt hin? Zum Park. Ei.
Oh. Alter, Alter, das ist ja okay, als komm. Es ist einfach nicht fair. Also auch da hinten, wo Carlos war, da müssen wir jetzt irgendwie in den Park kommen wahrscheinlich. Mhm. Guck mal, ob du dich vergiftet hast. Ja. An. Vielleicht doch nicht mein Bogen. Oh. Boah, Alter, hey, was? Der richtet aber ordentlich Schaden an jetzt. Alter, was geht hier? Holy shit. Holy shit. Ich geh mal, bin gleich wieder da. Hier, yeah, mach das. Jetzt kommt die Musik. Verdammt, warum hast du das mit den Nachrichten gesagt? Das höre ich immer Nachrichtensendung. Oder was, Fabian? Das höre ich immer Nachrichtenmusik. Resident Evil. Ist das die Chappelle Show? Ja. Die musst du mir geben. Das ist mein Lebensblut. Was ist denn nun? Nee, du musst einfach nur mit dir nochmal quasi. Also, ja, wir können dir die Sachen da nicht reinlegen, ne? Ja, schade. Oder wenn du sie dazu packst, kommen sie dann. Ich versuch's mal. Also mal zumindest die rein, ja. Health Sprays würde ich. Nee, das nicht. Ja, ruhig alles bis auf. Alter. Okay, ja. Ach, warum nicht? Ah, okay. So. Na, leider. Nix davon da, ne? Nee. Okay, so. Was habe ich denn hier? Was kann ich benutzen? Nichts. Ah ja, speichern lohnt sich halt echt nicht, nur für die paar Sekunden. Muss einfach straight vorbeilaufen und. Hast du es geschafft? Wir sind noch nicht so weit. Ihr seid noch gar nicht wieder rausgegangen? Nö. Ja, wir mussten ja erstmal noch wieder die Cutscene machen. Hä? Das kommt da gar nicht. Du bist nicht am Fenster vorbeigelaufen. Vielleicht das geradeaus hinten durch. Also geradeaus laufen jetzt. Hammer. Zu perfekt. Deiner, die Tür, die dir jetzt, die vor dir ist, die du sehen kannst gleich im Bild. Ja. Hier waren noch Spinnen und Zombies, ne? Mhm. Hier jetzt erstmal Spinnen und später noch drei Zombies. Aber da kommt er. Die Spinnen sind weg. Holy shit. Die haben auch Schiss vor ihm. Oh, Alter. Sehr gut, sehr gut. Alter. Er kommt hier jetzt auch wieder. Doch nicht. Aber die Zombies sind trotzdem weg. Egal. Zur Rechten, ne? Falls wir da rein können jetzt. Oh. Da hätten wir den Lockpick mitnehmen müssen. Hammer. Ja, aber wir... Haben wir? Nee, haben wir nicht. Hätte ich mitgenommen. Können wir da oben was machen? Da geht's nur mit dem Lockpick. Oh, so eine Kacke. Oh. Ach, Moment mal, die Tür kriegt man auch so nicht auf. Nee, nur den, mit dem Lockpick da unten. Deshalb kommst du nicht in den Park, weil wir den Lockpick nicht haben. Okay, wir hätten es natürlich wissen können, weil wir haben es eben schon. Ja, aber da denkst du ja nicht so direkt schnell dran, ne? Könnt ihr Treppen steigen? Ja, ne? Oh, oh, jetzt raus meins. Ey, ist vielleicht gar nicht so dumm jetzt.
Aber zumindest der, der die Mine abkriegt, ist halt gleich komplett tot. Ja. Das Blöde ist, wir können im Grunde genommen, können wir jetzt überlegen, ob wir den Spielstand laden oder ob wir alles komplett durch das Dings wieder zurücklaufen. Naja, wir können es ja mal probieren, zurückzulaufen. Ne? Ja, wir verschwenden halt jetzt gerade Munition natürlich. Ne? Wir hätten einfach da reinlaufen können normalerweise. Aber macht ja nichts. Komm, also wir hätten die nochmal anballern können. Ne? Wenn wir wieder rauskommen, die zwei Schuss. Sollen wir hoffentlich an dem vorbeilaufen können. Stehen nicht bereits da. Oh Gott. Hier unten ist noch ein anderes Safe-Raum, ne? Zu deiner Linken. Ja, aber das lohnt sich ja nicht, oder? Also wir wollen doch eher zur Kiste, meine ich. Ach so, ja stimmt, da brauchen wir nicht zu laufen. Das stimmt, da bräuchte man nicht der jetzt lang zu laufen. Also falls man da überhaupt runter kann, ne? Kann auch sein, dass es eingestürzt ist mittlerweile. Mhm. Ja, gleichen Weg nochmal. Ja, ich glaube, ich habe das Feuerzeug sicherheitshalber. Feuerzeug? Ja, das ist das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, was noch dann. Oder willst du lieber Munition? Weil nicht, dass nee, wir dann mit dem Dietrich machen wir es auf und wir kommen nur weiter, wenn wir dieses Bild wegbrennen. Ja, und dann noch die Starscard durchziehen. Ja. Da ist der Starscard-Slot dahinter direkt. Leute, er ist weg. Ja, ich weiß, ich zuck trotzdem zusammen. Sein natürlicher Nemesis-Reflex. Das ist wirklich, aber mit dem Lockpick ist ja super dumm. Ich meine, es ist einfach nur Zeitschinderei jetzt gewesen. Oh, der nächste Speicherraum. Und Ink Ribbon sehe ich. Mhm, ich auch. Und Grenade Rounds. Ja. Die können wir gleich wieder schön reinstopfen dann. Noch mehr Zombies. Zombies are attacking. Das ist ja sonst keiner glauben. Schlüsseldingsbums. Oh. Ah, für das Tor. Da hängt der Schlüssel jetzt einfach. Hm. Nothing special. Hm, na gut. So, ich speichere jetzt. Mhm. Genau, die Ink Ribbons kannst du zu den anderen stecken. Ja, ja. Oh, na gut. Achso, nee, stimmt, du willst ja eh noch speichern. Ja, aber ich stecke die auch ungern ineinander. Ja, aber weißt, wenn ihr unbedingt noch, wollt. Damit du noch eins hast, damit es dann weg wäre, ne? Und keinen Slot belegt, wenn du es safest. Ach so. Ja, ich mag einfach. Ich mag einfach die Ink Ribbons runter auf einen. Das finde ich sehr angenehm. Aber ich bin hier der Psycho in der Runde, der immer alles sortieren muss. Psycho. Du willst, dass sie unbedingt alle zusammengehören. Ich habe sie lieber einzeln. Außerdem sollen die nur in 5er und 0er Schritten da vorhanden sein. Das finde ich auch gut. Guck mal, schau dir das an, all diese krummen Zahlen. 107 ja. Bullets, 39. Würdest du jetzt erstmal ein bisschen was wegschießen, damit das wieder aus... Das will ich wahrscheinlich machen, ja. Es gibt sicher Leute, die... Falsch. Okay. Ja, ich dachte, das hat er nicht. Egal. Aber
Aber die kann man echt nicht kombinieren. Haben wir zum Heilen eigentlich nichts mehr? Nee, aber mal ganz kurz. Waren da nur 5? Ich dachte, vorhin waren da mal 6 Stück drin. Reload, unavailable. Okay. Nee, du kannst erst reloaden, wenn sie komplett leer ist. Ja. Okay. Was eigentlich ja sinnig wäre bei den meisten Waffen, nur haben sie es bei dir angewendet. Hattest du jetzt gespeichert? Ja, hat er. Ja, gut. Komm mit dem Fass, ne? Ja, ja. Das ist viel zu nah jetzt. Fuck you. Jetzt, wir können auch direkt laden, oder? Ja, ohne Scheiß. Du stolperst jetzt auch schon. Nein, wir machen das jetzt so, wie ich will. Okay. Wir schleifen jetzt uns schön da so nee, hoch. Nee, guck mal, du hast nicht mehr was zu heilen. Das ist jetzt echt Quatsch. Doch, wir gehen da jetzt rein, komm. Wirklich? Das werden wir in 2 Stunden wieder bereuen, diese Entscheidung, weil wir nichts haben, um uns irgendwie zu heilen jetzt. Du meinst, wir überleben jetzt 2 Stunden in dem Zustand? Weiß ich nicht, aber wir wären einfach locker ohne Energieverlust durchgekommen. Mit den Huntern hier. Da ist es. Da ist es. Ja, 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 ist nicht einfach. Hunter, Hunter. Ja. Gut, dass wir gespeichert haben. You did. Boah, 2 Locations. Zur Koffeininfusion, bevor wir uns wieder hinsetzen. Aber es müssen noch 2 Locations sein, der Park und diese, das war Stahlfabrik. Wir sind erst in Folge 8, wir haben gesagt, bis Folge 10 schaffen wir es durch, ich bin relativ guter Dinge, dass wir das schaffen. Das seit Stunden. Das schaffen wir aber wir auch sagen wirklich. Eigentlich die ganze Zeit, it's not possible. Doch, schaffen wir. Du musst wir. Nur dran glauben. Es ist nicht mehr weit. Eine Kaffeemaschine fehlt hier unten im Keller tatsächlich, das wäre geil. Wenn man einfach so ein Knöpfchen drückt, dann läuft da wieder ein neuer Kaffee so raus und ich könnte mir einfach einen nehmen gerade. An der Wand. Mit so einem Schlauch, ne? Du weißt nicht, wo der Kaffee herkommt, aber er läuft da runter. Hauptsache. Sehr gut, dann direkt mit dem Ausguss oben verbunden. Das ist der Kaffee, der oben so daneben läuft in dieses Auffangding. Ja. Das ist bitte nicht nochmal. Ey, könnt ihr mir mal nicht so auf den Sack gehen, ohne Scheiß. Sagst du ihr? Ja, er geht ja auf den Sack. Seit 2 Stunden nervt ihr mich permanent, obwohl ihr selbst so scheiße spielt, dass es mir die Schuhe auszieht. Was? Ist wirklich, ja, ihr seid auch überall schon 1000-mal verreckt. Das stimmt. Also mein Problem ist jetzt, dass ich eh nichts machen kann. Jetzt kommen hier die Hunter, dann kommt der Wurm. Das kannst du vergessen mit der Energie. Hm. Ja, guck mal hier. Ach, und ich habe die Ink Ribbons mitgenommen. Das ist nicht so schlimm. Guck mal, für den Parky wird schon wieder ein Platz frei jetzt. Jo. Blute schön ins Wasser. So, das ist noch einer. Hm? Nee, der ist nicht. Der steht hinter der Wand, glaube ich. Ja, Alter, so eine Kacke. Das ist richtig schlecht gewesen. Hä? Ach so. Da im Wasser. Ach, im Wasser ist er. Springt er denn hoch? Ja, irgendwie. Irgendwann springt er darüber. Ja. Nur wann? Da. Jetzt. Gut, alles klar. Da unten ist eine Tür. Da gibt es schon mal mehrere Ausgänge jetzt. Es sieht so aus, als ob du das Wasser ablassen kannst. Und einmal kann man da runter und hinten die andere Tür. Plop, 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 plop. Da springen die doch alle wieder raus. Oh la la. Oh, ich hasse euch. Alter. Die sind aber auch vom Timing her.
Fiese Möpfe sind das. Jetzt treib es. Das Kraut mitnehmen? Meinst du? Na, falls wir ein grünes finden. Oder vielleicht die Kurbel mitnehmen, wenn man irgendwo das Wasser runterkurbeln muss. Ja, aber komm, sonst können wir wieder raus. Killen muss ich eh die Hunter. Ich würde den Grenade Launcher jetzt nehmen, ne? So, habe ich die schon reingetan, die Munition? Ja. Was geht hier? Entschuldige, das habe ich jetzt nicht so erwartet. Ja, es ist wirklich komisch tatsächlich, aber... Das sind jetzt... Statt Huntern sind da Schlangen. Das ist doch gut. Weil wir mehrfach verloren haben vielleicht. Wahrscheinlich, aber... Oh, jetzt habe ich auch die Karte. Jetzt mache ich das mit der Karte, ey. Willst du vielleicht auch schlafen, Gregor? Vielleicht nehmen wir alle beide hier. Ist das so eine Tanznummer, die er einstudiert hat? Jetzt hör auf einfach. Ich war eingestellt. Ja, was du denn? Du schießt die ganze Zeit in der Gegend rum. Eingestellt auf was komplett. Jetzt sind Zombies hier. Das ist doch schön. Ne? Weil das gemerkt hat, dass wir verloren haben zwei miteinander. Hab ich gemacht. Hab ja nur mir zu tun. Zu verdanken. Ah. Ach komm, ey. Da fand ich die fast schon nerviger jetzt, die Schlangen. Ja, ich finde die Schlangen generell man furchtbar, weil man sie schlecht ein einschätzen kann, ja. Oh! Oh, ich bin gerade wenig auch ausgeschlossen. Ja, ne? Ganz gut. Bräuchte mal was zum Heilen. Mit R2 kannst du, glaube ich, auf das Fass zielen. Ja. Nee. Gut. Hammer. Lebt noch? Nee? Okay. Ich hab gezielt. So, hast du ein Kraut für mich? Der hat was in der Hand wenigstens. Du hast doch da was, oder? Grünes Kraut. Da.
Haki. Mhm. Destroy evidence, okay. Obtain insecure sample, check Guinea Pig's ability. Okay, ja. Umbrella. Hier, Müllermann ist was Cooles. Okay. Mhm. Oh. Findet man noch ein Park hier und dann kann man da nicht durch. Dann ist es für was anderes. Guck mal auf der Karte, ob das als Durchgang überhaupt gekennzeichnet ist. Na, eigentlich ja. Schon. Also die Seite gibt's noch. Mhm. Brauchen wir wahrscheinlich den Park hier. Okay. Und dann muss man später wieder hier durch. Keine Kräuter hier irgendwo. Merkt euch dann, wenn ihr gleich den Weg nochmal machen müsst, ihr. Du hast es bis jetzt ein paar Mal ganz gut ausgewichen. Ja, und ein paar Mal ganz, ganz schlimme Scheiße angestellt. Ja. Ne, dreht sich nicht um. Okay, da sind noch Würmer jetzt, glaube ich. Ja, ich laufe da durch einfach. Du musst einfach im Wesentlichen geradeaus rüberlaufen. Ja, this is what I do. Dafür nee. Der Parki. Ah, nee. What? Hui. Hui. Ist das eine Karte da? Meinst du? Was nicht? Park-Card? Ja. Park-Map. Da ist doch einiges noch hier, ne? Okay, da ist was zum Aufschließen auf jeden Fall hinter dir jetzt. Taking the park map. Und hier findet man bestimmt jetzt mal ein schönes Kraut. Hm. Okay. Da fehlt noch eins. Schade. Ja, ich konnte nichts anderes außer Start machen. Und der geht zu. Da willst du mich jetzt verarschen. Hä? Ah. Ach so. The pool. Ja, ja. Schwarz, schwarz, weiß, weiß. Passt nicht so gerade eh schon, nee. Kann es sein, dass die anderen Stellungen einem dann Items bringen? Guck mal, da ist doch noch ein Bild. Öffnen es mal jetzt nicht. Changes based on the combination of the gears. Also zweimal oben schwarz. Ach, guck mal, es adaptiert sich dann. Können wir gleich nochmal ausprobieren. Ich gucke mich erstmal hier kurz um. Hier. Mhm. Alter! Mhm. Ich nehme die alle mit und ich gehe zurück zum Safe-Raum für das Ende dieser Folge, oder? Ja. Ist das geil? Erstmal mische da schön schon mal gleich was an. Ja, dann werde ich das machen und ich überlebe das auch sicherlich jetzt nochmal. Das glaube ich auch. Dann sehen wir uns wieder in Folge 9 morgen. Ja. Und dann... Schaffen wir es vielleicht. Geil ist das, vielleicht, also Folge 9 ist eigentlich Quatsch, das schaffen wir nicht. Aber Folge 10 dann vielleicht. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.